Also ich glaube, dass dies ein sehr entspannter, streckenweise sogar fröhlicher Parteitag war. Ich habe dies von der ersten Minute an gespürt, dass die Delegierten gut drauf sind. Wir hatten eine beachtliche Diskussion zur Europapolitik, zum Euro. Am Schluss Einstimmigkeit. Selbst Peter Gauweiler hat die Delegierten aufgerufen, diesem Antrag zuzustimmen. Und dann eine glänzend aufgelegte Kanzlerin. Das war alles nicht gespielt. Das war einfach ein blindes Verständnis zwischen ihr und uns. Und insofern bin ich mit diesem ersten Tag rundum zufrieden. Welche Botschaft hat die Bundeskanzlerin uns dagelassen? Ja, sie sagt ja immer, wenn es darauf ankommt, dann halten wir zusammen. Und ich habe ihr geantwortet, jetzt kommt es darauf an. Und sie, glaube ich, hat deutlich gemacht, dass die Union ungeheuer viel bewegen kann, wenn sie zusammensteht. Und ich denke, die zentrale Botschaft war, dass bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr die Menschen schlicht und einfach darüber entscheiden, wer Deutschland am besten in die Zukunft führen kann in dieser Welt. Und ich denke, wir haben da mit Angela Merkel einen sehr, sehr starken Trumpf. Und da wird die Bevölkerung überwiegend wohl so entscheiden, dass sie mit dieser Person, Angela Merkel, die bei uns im Lande und international höchstes Ansehen genießt, in die Zukunft gehen will. In aufgeregten Zeiten wählen die Menschen Stabilität. Was erwarten Sie vom morgigen Tag? Ja, morgen haben wir zunächst nochmal Sacharbeit und dann versuche ich noch ein Resümee zu ziehen mit meiner Rede. Die muss jetzt gar nicht mehr so lang sein, nachdem die Kanzlerin alles Wichtige heute schon angesprochen hat.